Ich berichte Ihnen heute von der elektrischen Aktivierung des wichtigsten Nahrungsmittels in unserem Leben, Wasser. Die Zweidrittelmehrheit unseres Gesamtgewichts besteht aus Wasser. 60% des Körperwassers finden wir in den Zellen, den Rest 40% im Zwischenzellraum der Interzellularflüssigkeit. Frauen haben 5 bis 10% weniger Wasseranteil. Wenn wir nun mit zunehmendem Alter eine abnehmende Vitalität konstatieren müssen, dann geht dies auch mit einem Verlust an Körperwasser einher. Die Weltgesundheitsorganisation gibt folgende Richtwerte an: 60 bis 75% bei Kindern, 50 bis 55% bei Frauen, 60 bis 65% bei Männern. Es ist so, innerhalb von 2 Wochen wird jedes Wassermolekül im Körper durch ein neues ersetzt, während das alte Wasser Stoffwechselabfälle zur Ausscheidung bringt. Der Wasserbedarf pro Tag liegt also pro 10 Kilogramm Körpergewicht bei minimal 0,34 Liter. Kann jetzt jeder selber rechnen. Wasser ist also grundsätzlich ein Mengenproblem. Dennoch trinken die meisten Menschen lieber etwas anderes als Wasser. Denen schmecken andere Getränke wie Tee, Kaffee, Limonade oder Bier viel besser. Als geborener Münchner habe ich meine Spielplätze unter den Kastanienbäumen des Taxisgartens oder Hirschgartens gehabt. Wem das nicht sagt, das sind Biergärten mit Karussell und Sandkasten. Wenigstens gewöhnt man sich so schnell an die richtige Trinkmenge, die die Bayern als eine Maß bezeichnen. Also nichts unterhalb einem Liter ist wirklich tolerabel, in München zumindest. Schließlich besteht ja Bier entsprechend dem Reinheitsgebot zu über 90% aus Wasser. Also wird man schon nicht beim Biertrinken verdursten. Wasser ist gemeinhin ein Getränk für Arme und Notleidende. Wenn es wirklich mal fehlt, kann ja der Arzt eine Infusion setzen. Das ist der augenblickliche Begriff von Wasser, den ein Medizinstudent lernt. Wasser braucht man in der Notfallmedizin. Sonst eigentlich nicht. Vögeln kann man auch in Biergärten ein gewisses Kostverächtertum nicht absprechen. Auch wenn die bisherige Medizin taub für die Wassermedizin ist, weiß die Taube doch, was sie zu tun hat. Wasser um jeden Preis. Erfolgreiche Tierzüchter machen es den Vögeln etwas bequemer. Die fortschrittlichsten benutzen schon länger das elektroaktivierte Wasser, von dem ich heute spreche. Und wer ein Haustier hat und weiter kein Wasser trinken will, sollte wenigstens dem Zamperl elektroaktiviertes Wasser spendieren. Was ist denn nun dieses elektroaktivierte Wasser? Trinkwasser. Nun, das ist Wasser, das mit einer Hochspannung konfrontiert wird. Und ein kleiner Teil der hineingegebenen Energie bleibt im Wasser wie in einem Batterieakku gespeichert. Klingt komisch, ist aber so. Hat trotzdem 170 Jahre gedauert, bis man den Vorgang kapiert hat. Am Anfang stand ein gelernter Apotheker aus Schlesien, der über Jena nach München an die Bayerische Akademie der Wissenschaften kam. Den Namen sollte man sich merken, denn er trägt für die wichtigsten Dinge, die unser heutiges und zukünftiges Leben ausmachen, den Stempel des Entdeckers oder Erfinders. Dazu zählt die Solarenergie, denn er entdeckte das ultraviolette Licht. Dazu zählt die Herstellung von Wasserstoff. Denn er erfand die Herstellung durch Elektrolyse. Dazu zählt die Erforschung elektrischer Ströme in biologischen Organismen. Und last not least erfand er den Akku, von dem jeder von uns wahrscheinlich einen in seinem Mobiltelefon
herumträgt, das hoffentlich während des Vortrags abgeschaltet bleibt. Sein Name ist Johann Wilhelm Ritter und er war wirklich ein Ritter ohne Furcht und Tadel. Fasziniert von Luigi Galvanis elektrischen Versuchen mit zuckenden Froschschenkeln, führte er elektrische Experimente am lebendigen Körper durch, und zwar an sich selbst. Kein Wunder, dass er mit 34 Jahren starb. Und als eine Art Beethoven der Naturwissenschaften, als ungestümer Draufgänger in die Wissenschaftsgeschichte einging. Humboldt, Goethe, Novalis, Brentano und alle seine Zeitgenossen waren sich einig, er war der genialste Mensch seiner Zeit. Und das war um das Jahr 1800 herum. Ritter hatte bemerkt, dass an Silberdrähten, die er mit dem Plus- und Minuspol einer Batterie verbunden hatte, Blasen aufsteigen. Und er wollte wissen, was das für Blasen sind. Am Pluspol blubberte nur halb so große Blasen wie am Minuspol. Ritter konnte zeigen, dass das rechte gesammelte Gas Wasserstoff war und das linke Gas Sauerstoff. Denn das Wasser wurde durch den elektrischen Strom in diese Gase zerlegt. Hier habe ich das mal nachgebaut. Mich hat aber etwas ganz anderes interessiert als die Gasbildung, nämlich, was passiert eigentlich mit dem Wasser, dem man diese beiden Gase geraubt hat? Dazu habe ich zunächst zwei elektrochemische Werte des Ausgangswassers gemessen. Vor der Elektrolyse pH 7,72, Redoxpotential plus 274. Nach der Elektrolyse sank das Redoxpotential im Wasserbecken um knappe 600 Millivolt, 0,6 Volt. In dem linken Glas über der Anode sank der Wert leicht um 0,3, der pH-Wert. Im rechten stieg der pH-Wert dagegen um 0,5 pH an. Da passiert also ein bisschen was Chemisches und ganz viel Elektrisches in dem Wasser. Denn Sie müssen wissen, pro 18 Millivolt weniger Redoxpotential befinden sich doppelt so viele Elektronen in dem Wasser. Teilen Sie mal 600 durch 18, das ist ungefähr 33. 33 mal das Elektronenangebot des Wassers verdoppelt. Eine riesige Elektronenzunahme mit sehr, sehr vielen Nullen, die man gar nicht auf eine Leinwand bringt. Aber über diese Elektronenzunahme freut sich jedes Lebewesen, das mit diesem Wasser in Berührung kommt. Leider hatte der Herr Professor Ritter keine modernen Messinstrumente zur Verfügung. Und das Wasser war ihm völlig egal. Ihm ging es nur um die Gase. Sonst wäre er tatsächlich der Erfinder des elektroaktivierten Trinkwassers geworden. Trotzdem, vielen Dank, Herr Ritter. 2 Jahre nach Ritter, 1802, tritt der erste Russe auf in der Geschichte des elektroaktivierten Wassers. Und die Russen werden eine Riesenrolle dabei spielen später. Der Moskauer Physikprofessor Petrov sagte, nix gut für Wasser nach Elektrolyse, wenn die Wasserrestionen aus Gasabspaltung kommen wieder zusammen, wird wieder Wodka statt Wodka draus. Also steckte er als Barriere eine halbdurchlässige Membran zwischen die Elektroden, sodass eine Kathodenkammer und eine Anodenkammer entstand. Die nennt man Diaphragma, diese Membran. Dadurch können sich die entstandenen Basen auf der rechten Seite nicht mehr mit den Säuren links neutralisieren und es kommt zu einer viel stärkeren Veränderung der pH-Werte auf beiden Seiten. Wie Sie hier an der Veränderung des Indikators sehen. Grün ist neutral, das ist der Ausgangspunkt. Und wenn die Elektrolyse dann eine Zeit lang läuft, färbt sich der linke Indikator in den sauren Bereich, das ist so gelblich, und der rechte in den basischen Bereich, das ist das bläuliche. Links wird es außerdem elektronenarm und rechts
wird es elektronenreich, also negatives Redoxpotenzial. Das ist, ehrlich betrachtet, der erste Wasserionisierer der Geschichte aus dem Jahr 1802. Und der Herr Wassili Wladimirowitsch Petrov wird zumindest in Russland entsprechend dafür gefeiert. Allerdings vergingen tatsächlich rund 120 Jahre, bis sich tatsächlich jemand für diese Vorgänge interessiert hat. Der Elektronenreichtum im basischen Aktivwasser ist so groß, dass es antioxidativ wirkt. Während das saure Aktivwasser stark oxidativ wirkt. In Russland nennt man das eine lebendiges Wasser, das andere totes Wasser. So ein Bad in elektronenreichem lebendigem Wasser kann dann eine rostige Kette schon mal vom Rost befreien. Das lebendige Wasser nennt man auch basisches Aktivwasser, weil es säurefrei ist und elektronenreich. Dadurch hat es mehr Lösekraft im Vergleich zu totem Wasser. Zum Beispiel hier bei einem Teebeutel, der sich viel schneller seine Inhaltsstoffe abgibt. Oder hier bei Kaffeepulver, links wiederum das elektronenreiche Aktivwasser. Weil basisches Aktivwasser Elektronen und Mineralien auch über biologische Barrieren übertragen kann, ist es nicht nur für geschwächte Menschen und Tiere ein Elixier. Selbst einen verwelkten Salat kriegt man durch Einlegen in aktiviertes Basenwasser schnell wieder frisch. Fortschrittliche landwirtschaftliche Betriebe, vor allem in Russland, im Baltikum, der Ukraine, Usbekistan, Japan, Malaysia und Korea, setzen es zur Hühner-, Schweine- und Geflügelzucht, ebenso wie zur chemiefreien Wachstumsförderung von Pflanzen ein. Darüber mehr in meinen Büchern. In Russland ist man sehr von der Dichtigkeit von Latexkondomen überzeugt. Deswegen war man eine Zeit lang sehr überrascht, dass elektroaktiviertes Wasser sein negatives Redoxpotenzial durch ein solches Kondom übertragen kann. Manche sprachen gleich von einer kontaktlosen Ionisierung. Aber der Strom lässt sich eben nicht so leicht aufhalten. Die Latexteile behindern eine Elektrolyse nicht im geringsten. Simulieren wir nun das Trinken von basischem Aktivwasser. Da wir in München sind, nehmen wir einen Weißwurstdarm, in den wir ionisiertes Münchner Leitungswasser mit einem negativen Redoxpotenzial von minus 226 Millivolt geben. Die Aktivwasserwurst aus München legen wir 5 Minuten in entionisiertes Umkehrosmosewasser mit einem neutralen Redoxpotenzial von 0 Millivolt. Dieses Wasser ist energielos, aber es saugt sich innerhalb von 5 Minuten ungefähr die Hälfte der Energie aus der Aktivwasserwurst heraus und hat dann minus 107 Millivolt. Aus der russischen Forschung und eigenen Versuchen wissen wir übrigens, dass dieser Transfer auch durch kompaktere Materialien als Darm, also eben zum Beispiel durch Latexkondome oder sogar durch Glas hindurch stattfinden kann. Das Redoxpotenzial aus dem Aktivwasser ist also übertragbar. Wir wissen aus anderen Versuchen, dass es sich auch auf das Blut übertragen lässt. Anders als durch Latex wird durch Biomembranen nicht nur das Redoxpotenzial, sondern auch Basen übertragen. Als Modell habe ich hier wieder den Münchner Weißwurstdarm genommen, links. Der stammt übrigens von persischen Schafen. Und habe diesen anstatt mit Wurstbrät mit elektroaktiviertem basischem Wasser in Trinkstärke gefüllt. Das Ganze habe ich in eine physiologische Kochsalzlösung, also den bekannten Blutersatz, gelegt, der pH-neutral war und mit einem Redoxpotenzial von plus 194 recht oxidativ. Die Übertragung war in 10 Minuten passiert. Nach 20 Minuten hatten wir sogar eine bedeutende Resorption von Calcium- und Magnesium-Ionen in unser Modellblut. In der Kochsalzlösung ist ja nur Natriumchlorid. Deswegen bleiben die Messstreifen alle grün zunächst in dem
in der Kochsalzlösung. Das elektroaktivierte Basenwasser, das in der Wurst war, das war prallvoll mit Calcium und Magnesium, deswegen sind alle Felder rot. Immerhin, die Hälfte davon ist in dieser kurzen Zeit durch den Darm hindurch gewandert. So viel zu dem dämlichen Gequatsche aus dem Internet, dass im Wasser gelöstes Calcium und Magnesium, weil es anorganisch sei, vom Darm gar nicht aufgenommen werden könnte. Ich kriege immer Zustände, wenn ich so etwas höre. Also nach allem, was wir heute wissen, ist der Jungbrunnen, den die Menschheit schon lange sucht, das elektronenreiche Wasser. Aber uns geht es heute nicht um Badewasser, sondern um elektronenreiches Trinkwasser, das hier in diesem Buch von Dietmar Ferger sogar als Jungbrunnenwasser definitiv bezeichnet wird. Der erste, der das vielleicht erahnt hat, war der Münchner Ingenieur Alfons Natterer im Jahr 1930. Ja, wir sind schon wieder in München. Drei Häuserblöcke hier vom Aquazentrum entfernt in der Holzstraße 47 baute der damals Mitte 30-jährige Ingenieur, ungefähr so alt wie Herr Akkün heute, seinen ersten Elektrolytwasserladen auf. Drei Häuserblöcke. Er arbeitete mit der Methode der Elektroosmose, die 1923 in Deutschland patentiert worden war. Zunächst mit dem Ziel, ein besonders reines Wasser fürs Bierbrauen zu fabrizieren. Damals dachte kein Mensch nach dem Krieg an Wasser trinken. Das sollte neutral sein, wie das hier in der mittleren Elektrolysekammer. Aber die Münchner Brauereien wollten sich von einem Mann, der im Allgäu geboren war, nicht sagen lassen, wie man Bier zu brauen habe. Also floppte Natteres Idee zunächst, aber er gab das Wasser dann an Ärzte, die das ausprobieren sollten. Und so entstand dieses Heilwasser aus der Steckdose, das in modernisierter Form heute von mehr als 100 Millionen Menschen weltweit getrunken wird. Alle drei Sorten sind medizinisch verwertbar. Schon 1938 wurde das sogenannte Hydropyryl-Elektrolytwasser als Arzneimittelspezialität in GEES Arzneimittelkodex aufgenommen. Zunächst nur das Wasser aus der mittleren Zelle, später auch das basische und das saure Elektrolytwasser. Und nun lesen Sie mal. Zur Trinkkur gegen Stoffwechselkrankheiten. Flaschen zu 5 Litern. Habe ich hier im Aquazentrum schon irgendwo so Flaschen gesehen? 10 Liter habe ich noch nicht gesehen. 20 Liter habe ich auch noch nicht gesehen. Und die Dosis? Dreimal ein Viertel Liter pro die, das heißt pro Tag. Ein Zeitgenosse Natterers war übrigens der Weichwasserguru Louis-Claude Vincent. Der wird noch heute mit seinen Thesen, je weniger Mineralien im Wasser wären, desto besser sei es für die Gesundheit, von den Fans des destillierten Wassers und Umkehrosmosewasser zitiert. Auch Natterer wollte ja ursprünglich hauptsächlich entionisiertes Wasser produzieren, aber zwischen der Elektroosmose und der Umkehrosmose und Destillation besteht ein Riesenunterschied. Deswegen wurde auch das Hydropyryl-N, wie Natterer sein entionisiertes Elektrolytwasser nannte, als Heilmittel in den Apotheken zugelassen. Herr Vincent dagegen wird in dem internationalen Report über Calcium und Magnesium in Trinkwasser der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht einmal im Literaturverzeichnis erwähnt. Denn genau das Gegenteil ist richtig. In Gegenden, wo mineralarmes Wasser vorherrscht, sterben die Leute definitiv früher, und zwar meistens an Herzkrankheiten und meistens die Männer. Es ist mir im Übrigen auch nicht gelungen, irgendeines der angeblich so interessanten Bücher von Herrn Professor Vincent irgendwo zu erwerben. Die gibt's
schlichtweg nicht auf dem Markt. Die sind historisch und vergessen. Es gibt auch keinen Wikipedia-Eintrag. Nur im französischen Wikipedia gibt es einen Zehnzeiler über den Herrn Vincent. Aufgrund zahlreicher positiver Gutachten bekam Alfons Natterer drei Heilmittelzulassungen beim Bundesgesundheitsamt und auch zwei deutsche Patente für seine Erfindung. Bis zum Jahr 1981 entstanden Hydropyrylfabriken in München, Berchtesgaden und Wernberg in der Oberpfalz, die das Wasser in großen Elektrolyseapparaten produzierten und in Flaschen hauptsächlich über Apotheken verkauften. Übrigens zu Preisen, die die Brauereien mit ihrem Bier vor Neid erblassen ließen. Für 2,70 Mark bekam man in den 50er Jahren 2 Maß Bier auf dem Oktoberfest und ein Brötchen kostete 3 Pfennig. Kein Wunder, dass die Umsätze der Firma Natterer wuchsen. Im Jahr 1981 starb er. Und er hat wohl bis zuletzt darauf beharrt, dass nicht nur sein saures Hydropyrylwasser, sondern auch die beiden anderen Sorten, die neutrale und die basische, längere Zeit haltbar waren. Das stimmt allerdings nicht. Das hat bereits die Bakteriologische Untersuchungsanstalt in München und das Bioklimatische Institut der Manfred-Curry-Klinik in Riederau am Ammersee Anfang der 60er Jahre nachgewiesen. Tatsächlich blieb vom Erbe des Alfons Natterer nur der saure Anteil immer noch erhalten, in einer heute vor allem von Spitzensportlern sehr beliebten Elektrolytsalbe. Ich selbst benutze diese Elektrolytsalbe S oder Elit mit großem Erfolg bei Gelenkschmerzen. Und der bekannte Sportmediziner und Anti-Doping-Spezialist Dr. Helmut Pabst hat mir unter der Hand verraten, ja, von der Salbe habe ich immer einen ganzen Koffer in meinem Auto. Klar. Was? Nur aus Wasser und Creme besteht, kann kein Dopingmittel sein. Das ist ideal für Leistungssportler. Deswegen benutzen sie das. Hier sieht man den Sportarzt bei irgendeiner Weltmeisterschaft. Es gibt unendlich viele Spitzensportler, namhafte wie Nowitzki, Schweinsteiger, die alle diese Salbe benutzen. Heute noch. Und es wird von den Nachfolgern Natterers in zwei verschiedenen Firmen vertrieben. Bei Natterers Tod 1981 war das elektroaktivierte Aktivwasser bereits über die Welt geschwappt. Während in Deutschland sehr offen über die Möglichkeiten gesprochen wurde, hüllten sich die Forscher jenseits des Eisernen Vorhangs in der Sowjetunion, die seit den 70er Jahren damit arbeiteten, in absolutes Schweigen. Was war geschehen? Der Ingenieur Witold Bakier war 1972, als hier in München die Olympiade war, auf die Idee gekommen, dass man elektrolytisch behandeltes Wasser als Bohrflüssigkeit für die Erschließung der Erdgasfelder in Usbekistan nutzen könnte. Dadurch konnte man eine Menge der sonst notwendigen und teuren Chemikalien sparen. Wäre für die Fracking-Freaks heutzutage auch mal eine gute Idee. Es war also eine technologische Rationalisierungsidee, die zunächst hinter diesen russischen Forschungsunternehmen steckte. Und der erste öffentliche Artikel, der darüber erschien, 1979, war in einer Rationalisierungsfachzeitschrift. Dort sprach man dann zum ersten Mal von lebendigem und totem Wasser. Der Rest klingt wirklich wie ein Märchen von der Seidenstraße. Die Arbeiter an den Gasbohrtürmen, die badeten in dem Katalyt aus der Bohrwasserproduktion. Und siehe da, sie heilten ihre Sonnenbrände damit. Da ist viel Wüste in Usbekistan. Und sie bekamen auch keine neuen mehr.
Deswegen ist das Erste, was an Wirkungen des Elektrolytwassers von den Russen näher untersucht wurde, die Wirkung von basischem Aktivwasserkatholyt als Strahlenschutz und Strahlenheilungsmittel. Jetzt sind hier viele Jüngere dabei, die nicht mehr wissen, was der Kalte Krieg war und was das bedeutet. Aber als aus Tierversuchen klar war, dass das funktioniert, dem Strahlenschutz mit diesem Wasser, da kamen die Militärs auf die Idee, man sollte diesen spottbilligen Strahlenprotektor besser geheim halten. Schließlich herrschte Kalter Krieg und man rechnete ständig mit einem Atomschlag. Aber dafür flossen jetzt unendliche Gelder von verschiedenen Ministerien aus Moskau nach Usbekistan. Und das größte Funktionswasserforschungsprojekt aller bisherigen Zeiten begann. Erst 1997, nachdem schon über 300 Patente russischer Forscher erteilt worden sind, publizierte Bakir mit dem Mediziner Prilutsky seine bahnbrechenden Erkenntnisse und beschrieb die umfangreiche sowjetische Forschung in diesem Bereich. Der Zentralbegriff dabei war das anormale Redoxpotenzial, sowohl des basischen als auch des sauren Aktivwassers. Man kann dieses Wasser nicht mit den üblichen chemischen Formeln berechnen. Es ist außerhalb des thermodynamischen Gleichgewichts für eine bestimmte Zeit. Es hat eine sogenannte Relaxationsperiode, in der es nicht mit der klassischen Chemie übereinstimmt. Das ist der Witz dabei. Das ist das Neue dabei. Das ist das Besondere dabei. Und als das bekannt wurde, brach der Aktivwasserboom richtig los. Wie dieser Milliardenmarkt inzwischen brummt, das wissen einige hier im Raum, und wie er noch brummen wird, wenn er nach Deutschland zurückkommt, das können sich einige von uns und natürlich ich sehr gut vorstellen. In einem Interview im Jahr 2003 sagte der Witold Bakir, er war inzwischen Professor an der Moskauer Akademie geworden, dass es in ganz Russland kein Krankenhaus mehr gibt, das diese Technologie nicht nützt. Er hätte in 5 Jahren 25.000 große Geräte verkauft. Der Herr Bakir ist nämlich auch ein Unternehmer. Wie übrigens viele Mitglieder des damaligen sogenannten Taschkent-Teams, die in dieser Geheimforschung gearbeitet haben. Bakir ist wirklich der Superstar unter den Wasserforschern. Und wenn er nicht so arg geschäftstüchtig wäre, wäre er sicher schon ein Nobelpreiskandidat geworden. Man weiß allerdings nicht, ob für Physik oder für Chemie. Jetzt haben Sie schon 30 Folien ohne Gähnen überstanden, wofür ich mich sehr bedanke. Da wird es Zeit für eine kleine Unterhaltungsbeilage in Form eines vom Aquacentrum gesponserten Filmchens. Was Sie in diesem Film sehen werden, ist Folgendes. Es entsteht ja Wasserstoff, wie wir aus dem Ritterversuch wissen, über der Kathode. Wasserstoff ist ein hochexplosives, hochenergiereiches Gas. Nun kann man das Wasser aus einem Wasserionisierer, das ja aus einer Druckzelle kommt, wo wahnsinnig viel Wasserstoffdruck aufgebaut wird, das kann man abfangen. Und wenn man das Gas nicht entweichen lässt, sondern ein Glas drüber stülpt, dann kann man diesen Wasserstoff in ganz schön erheblicher Menge da herausholen. Und der Film zeigt eine nicht ganz kleine Explosion, die dann passiert, wenn man dann mit Feuer in die Nähe kommt. Und was der Film aber noch zeigt, ist auch etwas Interessantes. Es geht ja letztlich darum, wie wird denn die Energie, die wir da mit dem Strom durch die Elektrolyse hineingeben in das Wasser,
wie bleibt denn die drin? Was bleibt davon drin? Wir haben einerseits den entgasten Sauerstoff, den wir als Wasserstoffgas abfangen und explodieren lassen. Dann haben wir aber noch den Wasserstoff, den das Wasser in sich halten kann, die sogenannte Wasserstoffhöchstsättigung, die bei diesem pH-Wert, in dem das basische Aktivwasser sich befindet, natürlich ein bisschen größer ist als normal. Also wir haben ein sogenanntes Hydrogen-Rich Water. Das ist das eine. Das zweite ist, da es basisch ist, haben wir auch noch einen Überschuss an Hydroxidionen. Hydroxidionen sind gespaltene Wasserteile, die ein zusätzliches Elektron haben. Das heißt, die eine negative Spannung in dem Redoxpotential erzeugen. Das ist auch nochmal Energie. In dem Film, wenn Sie ihn denn sehen würden, ist dann tatsächlich zu sehen, dass da noch über 0,3 Volt in dem Wasser zurückbleiben. Also die Energie wird bis zur maximalen Grenze, das Wasser ist ja wie eine Batterie, wie ein Akku, dann wird darin gespeichert. Und das ist das, was wir dann in dem elektroaktivierten Wasser zu trinken bekommen und weswegen es uns so gut schmeckt und weswegen es uns so gut bekommt. Weil unser Alltagsleben uns sowieso schon viel Saures gibt, halten inzwischen 100 Millionen Menschen es für sinnvoll, zum Ausgleich täglich basisches Aktivwasser aus einem Wasserionisierer mit einem pH-Wert etwa um pH 9 zu trinken. Das ist 200 Mal basischer als normales Leitungswasser. Es enthält mehr basische Ionen und mehr Mineralien wie Calcium und Magnesium als das Wasser, aus dem wir es zubereitet haben. Deswegen ist es auch leitfähiger für Ionen. Man kann ganz leicht Strom durchfließen lassen. Hörbar leicht und sichtbar leicht. Vor allem aber messen wir einen Elektronenüberschuss in Form eines negativen Redoxpotentials. Hier sind es rund 500 Millivolt Unterschied zum normalen Leitungswasser. Man kann sich schon denken, dass ein paar Gläser davon am Tag etwas bringen, denn 18 Millivolt weniger bedeuten eine Verdoppelung des Elektronenangebots. Schon wenn das Aktivwasser aus dem Ionisierer fließt, kann man an der Knallgasprobe sehen, dass es viel Wasserstoff enthält. Und hören tut man es auch. Ich sammle jetzt mit einem Glas, unter dem ich den Auslaufschlauch positioniert habe, den Wasserstoff, der im Glasboden ansteigt. Machen Sie das nicht nach, denn es ist ganz schön explosiv, wenn Feuer und Sauerstoff drankommen. Ups, da hat das basische Aktivwasser aber einen großen, mächtigen Badabum gemacht. Was wir vorher an Strom reingesteckt haben, bekommen wir jetzt als Explosionsenergie zurück. In der Zeitlupe sehen Sie, wie sich die vorher aus Wassermolekülen gelösten Gase Wasserstoff und Sauerstoff sofort wieder zu Wasser vereinigen. Das ist der Grund, warum aus dem Auspuff eines Autos mit Wasserstoffantrieb kein Abgas, sondern reines Wasser rauskommt. Ist ganz schön vielseitig, so ein Wasserionisierer. Wie es sich dann in dieser Explosion die explodierte Masse wieder zu Wasser zurück vereinigt. Das ist der Grund, warum aus so einem Wasserstoffmotor im Auspuff nur Wasser rauströpfelt, das man trinken kann. Das ist eigentlich, wenn man so will, ist so ein Auto dann ein reziproker Wasserionisierer. Der verbraucht das wieder, was wir vorher ionisiert haben. Ein Wasserdeionisierer.
Also so schaut es aus. Ein Glas, beispielsweise hier minus 203 Millivolt Redoxpotenzial. Und die Empfehlung der meisten Autoren ist, trinken Sie 6 Gläser davon am Tag. Ja, 6 mal minus 200. Da haben wir dann schon hier so einen kleinen Akku damit aufgeladen. Ein beachtliches Energiepotenzial. Den Elektronenüberschuss misst man mit einem ORP- oder Redox-Monitor, der das elektrische Potenzial im Wasser misst. Die Messeinheit sind Millivolt. Also hier sehen Sie minus 204 Millivolt, das bedeutet einen Elektronenüberschuss. Wenn es Plus wäre, dann wäre es ein Elektronenmangel. Und das ist eine sehr empfindliche Sache, wenn es im Wasser ist. Ich habe hier rechts so ein Gerät abgebildet. Ich weiß nicht, ob Sie es gut erkennen können, das heißt Twister. Das wird im Internet verkauft als Wasserverbesserungsmaschine. Das macht es, letztlich wird Atmosphäre reingerührt mit 21% Sauerstoff, sodass mehr Sauerstoff sich in dem Wasser löst. Dadurch schmeckt es ein bisschen anders und den meisten Leuten schmeckt es besser. Was aber macht es mit dem Redoxpotenzial? Es macht es kaputt. Also wenn ich Aktivwasser in so einen Wirbler reingebe, dann werden die Elektronen, die ja ganz diffizil gebunden sind, werden richtig zerschlagen. Und wir haben hier innerhalb von einer Minute einen Abfall von minus 204 Millivolt auf plus 14. Also niemals ionisiertes Wasser verwirbeln, schütteln, shaken, mixen oder sonst irgendwas, sondern immer nur in Ruhe lassen und trinken. Ja, wie die einfache Elektrolyse funktioniert, das haben Sie einfach an diesem Versuch gesehen, mit den zwei Elektroden und den zwei Kammern. Das Ganze ist natürlich heutzutage viel moderner. Es haben sich wahre Kraftpakete entwickelt, die heute mit bis zu 9 Elektroden arbeiten und das Wasser sehr schnell elektroaktivieren können. Da muss man nicht mehr wie der Herr Natterer 24 Stunden lang warten, bis man das Aktivwasser hat, sondern vielleicht 3 Sekunden. Also die Herstellerländer sind Japan, Russland und Korea vor allem. Die machen diese Durchfluss-Ionisierer, wobei die russischen kaum eine Rolle spielen hier im Westen. Die derzeit technisch Besten kommen aus Korea. Also ich beschäftige mich jetzt schon 10 Jahre mit diesen Wasser-Ionisierern. Und da hat sich bei mir natürlich schon so ein kleines Museum angesammelt an Geräten. Ich musste allerdings feststellen, dass nur die wenigsten dieser Geräte für Deutschland und Mitteleuropa, muss ich sagen. Ich habe heute mit einem Dänen gesprochen, der hat auch gesagt, da gibt es Wasserhärten bis 30. Dafür sind diese japanischen und koreanischen Geräte ursprünglich nicht geschaffen. Denn die Zusammensetzung des Wassers in Fernost, das ist ein super weiches Wasser. Die haben ja lauter Vulkane dort, wo hartes Gestein, das sich nicht im Wasser löst, ist. Die haben nur eine ganz dürre Plörre und die lässt sich super leicht ionisieren. Da braucht man keine starken Geräte mit 9 Zellen dafür. Und deswegen haben diese Geräte jahrelang hier bei uns eigentlich große Schwierigkeiten, vor allem mit der Verkalkung, gemacht. Ich will jetzt hier auf die technischen Fragen gar nicht so genau eingehen. Das können wir vielleicht noch in der Diskussion tun. Es kommt nämlich, und das ist eigentlich meine Hauptbotschaft, es kommt nämlich nicht nur auf den Wasserionisierer an, den Sie verwenden, sondern auch auf das Wasser. Das will ich Ihnen jetzt mal in einem Beispiel erläutern. Die Frage ist, lässt sich mineralienfreies Umkehrosmosewasser ionisieren in einem Wasserionisierer? Ja. Man kann selbst mit einem schwachen Gerät, wie es hier abgebildet ist, da ein Redoxpotenzial von minus 200 und einen pH-Wert von 10,15 erzielen.
Aber was ist das wert? Heißt das, dass das schon ein gutes Elektrolytwasser ist? Ich möchte es mal mit einer Sache vergleichen, wo Sie es vielleicht am schnellsten begreifen. Das ist, wie wenn ein Kind mit 10 Kilogramm vom 3-Meter-Brett ins Schwimmbecken springt und wie dann das Wasser spritzt. Der pH-Wert entspricht der Sprunghöhe, der Redoxwert entspricht der Fallgeschwindigkeit. Aber die Körpermasse spielt eine erhebliche Rolle für den Aufprall-Effekt. Und die entspricht dem Mineralienreichtum des Wassers. Das ist dann der Sumo, der ins Wasser hüpft, wenn ich ein mineralienreiches Wasser ionisieren kann mit einem ganz starken Ionisierer. Also das ist der Witz. In Fachkreisen heißt es Pufferung, weil der pH-Wert ist ja keine absolute Größe, das ist eine relative Größe, die heißt Verhältnis von H-Plus-Ionen zu OH-Minus-Ionen. Das kann 1 zu 1 oder 2 zu 1 oder 3 zu 1 oder 3 Millionen zu einer Million sein. Dann ist es richtig ein basisches Kaliber, wenn es 3 Millionen sind, nicht wenn es bloß 3 sind. Also die Mineralisierung des Wassers spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle bei der Wirksamkeit. Weil sonst sind es nur Basen ohne Background. Auf meiner Website finden Sie ein paar Formeln, wie man den Wert eines pH-Werts oder Redoxwerts tatsächlich bestimmen kann. Also wie viel Säure kann ich damit neutralisieren und wie viel Oxidation kann ich damit beseitigen, wenn ich dieses Wasser ionisiere. Jetzt mal zu den generellen Wirkungen, jetzt sagen wir mal eines guten basischen Aktivwassers. Wir wissen, dass innerhalb von 10 Minuten die Fließfähigkeit des Blutes erhöht wird. Kann man ganz klar immer wieder am lebenden Blut, immer wieder schön beobachten. Aber welches Wasser erhöht denn eigentlich die Fließfähigkeit schneller? Das elektroaktivierte oder beispielsweise ein sehr gutes, teures Mineralwasser? Mittels einer Thermografiekamera habe ich den Unterschied mal sichtbar gemacht. Links sehen Sie die gesteigerte Durchblutung innerhalb von 45 Minuten nach dem Trinken von 1 Liter basischem Aktivwasser. Rechts sehen Sie die viel geringere Durchblutungssteigerung bei Gerolsteiner stillem Mineralwasser. Eine Mineralienbombe eigentlich. 8,3 zu 3,7 Grad Fahrenheit Unterschied für das elektroaktivierte Wasser. Also mehr als doppelt so viel, doppelt so schnell. Und wenn die Durchblutung steigt, dann steigt auch die Sauerstofflage, die verbessert sich. Hier sehen Sie es an einer Messung nach 45 Minuten wieder 1 Liter Aktivwasser getrunken. Der Sauerstoffdruck im Blut steigt an. Und das merken Sie an Vitalität. Basische Ernährung. Sie kennen das alle. Die Nahrungsmittelpyramide und alle diese feinen Kochbücher. Es ist wichtig zum Ausgleich einer ungesunden Lebensweise, wenn wir ein basisches Wasser trinken. Denn selbst wenn wir uns noch so gesund ernähren, im Prinzip führt auch eine sogenannte basische Ernährung immer zu sauren Stoffwechselabfällen. Und wenn wir uns dann nicht bewegen und die organischen, den Kohlenstoff, Kohlendioxid abatmen, dann können wir auch vom Gemüse fett werden. Kein Problem. Und außerdem durch die langen Transportwege, die frühen Ernten, die nicht artgerechte Tierhaltung und nicht zuletzt durch den Denaturierungsprozess, durch das Kochen oder Konservieren unserer Nahrung, zerfällt der für lebendige Nahrungsmittel so kennzeichnende Überschuss an Elektronen, den sie alle haben, der sich eben in einem artgerecht niedrigen Redoxpotenzial ausdruckt. Der Forscher Manfred Hoffmann hat aufwendige Messungen an Lebensmitteln vorgenommen, um deren Nahrungsqualität anhand von pH-Wert und ORP, also Redoxpotenzialwert,
objektiv zu bewerten. Seine Ergebnisse decken sich mit meinen Schlussfolgerungen. Tatsächlich gilt, jede Nahrung hat spezifische Wertebereiche für pH und ORP. Gesunde und qualitativ hochwertige Produkte haben immer ein niedrigeres Redoxpotenzial innerhalb der Art des Lebensmittels. Und genau das ist typisch für Proben aus ökologischem Anbau. Die haben eben noch am meisten Elektronen übrig. Einen Wasserionisierer für zu Hause haben sich schon 100 Millionen Menschen geleistet. Natürlich ist eine Kuh zu Hause, die immer frische Milch gibt, zunächst viel teurer als billige Haarmilch beim Discounter zu kaufen. Aber wir können die Discountermilch ausgleichen, indem wir die Elektronen auf andere Weise zu uns nehmen, nämlich indem wir Wasser dazu trinken. Das ist der Witz, das ist die Redox-Revolution, wie ich das mal genannt habe. Das kleine Buch Trink dich basisch hat viel Verwirrung angerichtet bei manchen Leuten, die dann immer nur von basischem Wasser sprachen, weil sie immer gedacht haben, Basen stehen im Vordergrund. Die sind schon da, die Basen. Ich werde dann noch zeigen, wie stark die sind, aber sie stehen nicht im Vordergrund. Im Vordergrund ist der Elektronenreichtum des Wassers. Das ist das Wichtige. Basen können wir uns auch reinlöffeln. Ist kein Problem. Aber beides zusammen ist eben dieses Produkt, das uns auch, ja, man muss sagen, da kann man schon mal einen Biertrinker bekehren, dass er Wasser trinkt, weil es einfach mal schmeckt. Schauen wir uns mal die Getränke alle an, die wir so kennen. Da sehen wir dann bei 9,5 pH die Obergrenze, die zugelassen ist für Trinkwasser in Deutschland. Das ist auch der Wert, den wir für basisches Aktivwasser als Obergrenze empfehlen. 9,5 bedeutet tatsächlich 250 mal mehr Basen als im basischsten aller Lebensmittel, das ist zufälligerweise der Spinat. Tiere trinken übrigens sehr oft basisches Wasser aus Flüssen, Regenwasserpfützen und Seen. Hochbasisch. Hat noch keinem Tier geschadet. Richtig sauer, wie Sie sehen an der Tabelle. Wer sogar saurer als Essig sind Limonaden. Nur das schmecken wir leider nicht, weil die Säure durch den Zucker kaschiert wird. Von der Limonade nehmen wir aber nicht nur einen Esslöffel wie beim Essig, sondern da trinken wir eine ganze Flasche und es ist genauso sauer wie Essig. Also das sind die Säuremacher, Getränke. Der Dr. Irlacher sagt immer, ja, ich kann jederzeit 2 Maß Bier auf dem Oktoberfest trinken, aber ich kann doch keine 2 Kilo Schweinebraten essen. Also, die Gefahr durch Getränke zu übersäuern, ist doch viel größer als durch Fleischkonsum. Einfach weil wir viel mehr trinken, als wir essen. Jedenfalls, wenn wir uns richtig verhalten. Vor allem aber können wir, wenn wir basisches Aktivwasser trinken, die üblichen sauren Getränke wie, ja, auch Mineralwässer, Säfte, Alkohol, Kaffee und Limonaden reduzieren. Und wenn wir mal einen sauren Orangensaft aus Konzentrat trinken, dann haben wir die Gewissheit, dass die vielleicht schon verbrauchten Antioxidantien darin durch das basische Aktivwasser, mit dem wir den Saft mischen, wieder aufgeladen werden. So wie der welke Rucola aus dem Bild, das ich Ihnen gezeigt habe. Das ist kein Witz, das ist wissenschaftlich völlig unbestritten. Basisches Aktivwasser lädt Antioxidantien wieder mit Elektronen auf. Schaut man sich jetzt mal das elektrochemische Geheimnis von Trinkwasser, das unter Heilgesichtspunkten verkauft wird, unter dem Gesichtspunkt von Basengehalt und Elektronenreichtum an, dann wird schnell klar, um was es geht. Elektroaktiviertes basisches Wasser aus München schlägt selbst die besten Quellen in der Natur. Viele Mineralwässer haben übrigens ein Redoxpotenzial von plus 200 Millivolt bis maximal 320, also sie sind stark oxidierend. Sie erhöhen gut die Verdauungsleistung. Wenn man einen Nagel verschluckt,
indem Sie ihn schnell rosten lassen. Trinken Sie Mineralwasser dazu. Der rostet Ihnen weg wie nichts. Nach dem bereits Gesagten dürfte Ihnen aber klar sein, dass die Heilwässer mit den negativen Redoxpotenzialen nicht lang haltbar sind. Sie können nach Bad Vissing in die Europatherme fahren. Da können Sie ein Wasser mit minus 226 Millivolt aus den Tiefen der Erde trinken. Wenn Sie das aber in eine Flasche füllen und nach München nehmen, dann ist es weg. Futsch. Heilwässer sind deswegen gibt es ja auch Kurorte, nur am Ort ihrer Entstehung meistens wirklich elektronenreich. Scheint so, dass das Wasser in Bad Vissing, welch ein Zufall, tatsächlich die elektronenreichste Quelle weltweit ist. Die anderen Bekannten haben keine solch niedrigen Redoxpotenziale. Jetzt rede ich dauernd von elektroaktiviertem Wasser, von basischem Aktivwasser. Und wenn Sie dann jetzt das Ganze irgendwie beim Faktencheck nachgoogeln wollen, dann finden Sie es gar nicht. Da finden Sie alle möglichen Wörter. Aktiviertes Basenwasser, Alkaline Reduced Water, Alkaline Ionized Water, reduziertes Wasser, Katholyt, ECA, Electrochemically Activated, basisches ionisiertes Wasser, Aquion Aktivwasser, Bionlight Aktivwasser, Kangenwasser, Electrolyzed Reduced Wasser. Ich habe mir auch noch einen Begriff schützen lassen, nämlich Hydrionatorwasser. Also, das müssen Sie alles suchen, wenn Sie darüber was finden wollen. Sie bekommen mehrere Millionen Treffer. Was ist basisches Aktivwasser? Es ist 200 mal basischer als Leitungswasser, 10.000 mal basischer als ein durchschnittliches Mineralwasser, 100.000 mal basischer als Kaffee, 1 Million mal basischer als Wein, 10 Millionen mal basischer als Limonade. Und es ist ungefähr 50% mineralhaltiger als das Ausgangswasser vor der Elektrolyse. Es mineralisiert also auf. Ein übliches Mineralwasser mit einem durchschnittlichen pH von 5 hat sogar eine 200 mal schlechtere Säure-Basen-Bilanz als normales Leitungswasser mit pH 7 und es hat 10.000 mal weniger Basen als ein Aktivwasser mit pH 9. Ich trinke also mit einem solchen Mineralwasser noch mehr Basenschulden, als ich ohnehin schon habe und deswegen sage ich Schluss mit Kistenschleppen und Schluss mit Blechen für teures, saures Mineralwasser aus grauenhaften Plastikflaschen heutzutage meistens auch noch. Jetzt komme ich zu einem Beispiel, das wirklich jeder versteht, nämlich die Muttermilch. Es ist eines der wichtigeren Mischgetränke in unserem Leben, Babymilch. Und wenn wir verschiedene Sorten mit dem extra teuer erhältlichen Humana Babymilchwasser anrühren, dann erhalten wir die auf den gelben Etiketten sichtbaren Werte oben und die ORP-Werte unten. Nun sollten Sie wissen, dass echte Muttermilch, für die das ja ein Ersatz sein soll, bei einer gesunden Mutter einen pH-Wert von 7,4 aufweist und einen ORP-Wert von minus 50 Millivolt. Schauen Sie sich mal an, was da für Werte sind. Da ist kein einziger basischer Wert. Da ist kein einziger negativer Redoxwert bei den Mischgetränken. Es ist nicht wirklich überraschend, dass echte Muttermilch diese Werte hat, nämlich 7,4 und minus 50 Millivolt. Das sind nämlich ganz genau die Werte, die im Blut herrschen. Im Blut haben wir immer durchschnittlich 7,4 mit ganz kleinem Schwankungsfenster und immer ein negatives Redoxpotenzial mit einem etwas größeren Schwankungsfenster. Wir haben in einigen kühnen Versuchen das sogar auf minus 120 gebracht, aber üblicherweise sind es minus 50 Millivolt wie bei der Muttermilch. Deswegen ist die mit Muttermilch so, weil unser Blut so ist. Also warum sollte es denn die Natur dem Baby schwer machen, die Nährstoffe der Milch möglichst rasch und schnell und ohne Energieaufwand in die Blutbahn reinzuziehen? Es geht viel einfacher, wenn die Werte von Wasser und Blut ähnlich sind, wenn sie gleich sind. Das schaffen wir mit der Babymilchzubereitung tatsächlich nicht.
Der Testsieger bei uns, Milumil ganz rechts, hat einen pH-Wert von 6,64. Das sind rund 8-mal weniger Basen als in der Muttermilch. Und der ORP-Wert differiert um 80 Millivolt zum Optimum. Noch schlimmer wäre es, wenn Sie das Pulver in wohlmeinender Fürsorge mit einem viel beworbenen stillen Mineralwasser aus Adelholzen anrühren. Dann hat Ihre Babymilch nämlich pH 5,58 und plus 71 Millivolt Oxidationspotenzial. Da gewöhnen Sie Ihr Baby gleich an die Werte, die beim Kaffeetrinken entstehen. Um das stark gepufferte Kuhmilchpulver tatsächlich auf die humanen Werte zu heben, braucht man tatsächlich ein sehr starkes elektroaktiviertes Wasser. Also ich habe es mal geschafft, mit einem pH-Wert von 11,5 und minus 580 Millivolt Aufladung. Das sollte man normalerweise nicht pur trinken, aber durch die Mischung mit dem sauren und oxidativen Babymilchpulver kommt genau das Richtige raus. Es hat dann dieselben Werte wie die Muttermilch. Jetzt gibt es noch eine weitere Frage. Kann man mit dem basischen Aktivwasser nicht nur den Milchersatz aufbessern, sondern auch die Muttermilch selbst? Manche Frauen wollen ja stillen, bis die Kinder still werden. Meine Messergebnisse zeigen da eine klare Tendenz in diese Richtung. Ich muss allerdings sagen, ich habe da nicht sehr viele gemacht, weil die meisten Mütter mit ihrer Muttermilch mir gegenüber etwas zurückhaltend sind, die herzugeben. Die denken, die brauchen die selber. Aber auf jeden Fall hat sich innerhalb von 15 Tagen durch das Trinken von basischem Aktivwasser die Muttermilch in ihrem Redoxwert verdoppelt, von minus 27 Millivolt auf minus 56, wobei der pH-Wert natürlich gleich blieb. Also Tendenzergebnis, probieren Sie es halt aus, wenn Sie gerade dabei sind. Nun habe ich Sie vielleicht überzeugt, aber Sie denken, das ist mir viel zu teuer, ich kaufe mir lieber einen mineralischen Wasserionisierer. Im Tierreich nennt man so etwas Mimikry. Da gibt es zum Beispiel solche Becher mit Granulaten, die angeblich basisches Aktivwasser erzeugen. Die erhöhen den pH-Wert scheinbar so wie bei einem Elektrolytwasser. Und außerdem senken sie auf einem chemischen Weg das Redoxpotenzial um ein paar Millivolt. Diese Granulate, haben wir aufgelistet, aus was die alles bestehen, aus Keramikkügelchen und Metallsplittern, die im Wasser bestimmte chemische Reaktionen gemäß der chemischen Redoxreihe hervorrufen. Die hat übrigens auch der Herr Ritter entdeckt. Sie sehen hier schon an den Messwerten, dass da was nicht stimmen kann. Das pH-Messgerät zeigt mit 10,47 einen irrsinnig hohen pH-Wert von 10,47 an. Auf keinen Fall eine solche Lauge trinken. Das ORP-Messgerät zeigt einen sehr geringen negativen Wert von minus 7 Millivolt. Also da ist kein anormales Verhältnis des Redoxpotenzials zum pH-Wert, sondern ein normales, das man mit der Nernst-Gleichung auch berechnen könnte. Also das ist der große Unterschied. Bei einer Diaphragma-Elektrolyse wären es bei diesem pH-Wert mindestens minus 350 Millivolt, je nach der Zusammensetzung des Ausgangswassers. Außerdem sind die teilweise verwendeten Stoffe da drin, zum Beispiel Germanium oder Silber, unter Umständen nicht unbedenklich. Insofern finde ich es ganz konsequent. Lesen Sie mal da ganz genau, was da rechts unten steht. Da hat einer der Hersteller eines um 50 Euro gehandelten Stabes, den man ins Glas stellen soll, damit sich in einigen Minuten basisches Wasser bildet. Er hat sich für den Begriff Wasserionisierer entschieden. Denn eine Wasserionisierung erfordert eben die Entfernung bestimmter Ionen und nicht die Zuführung von chemischem Reagenzmaterial. Ich hoffe, ich kann Ihnen jetzt mal in diesem Film zeigen. Kaliumcarbonat, also die backstubenübliche Pottasche ins Wasser. Und sehen zweierlei. Der pH-Wert der Lösung steigt stark an,
durch das basisch wirkende Kalium, das mehr Hydroxidionen erzeugt, während der Elektronengehalt der Lösung steigt, was wir an dem sinkenden Redoxpotential sehen. So ähnlich funktioniert jegliche Form chemischer Wasseraktivierung. Also das ist der sogenannte billigste Pseudowasserionisierer. Gehen Sie in den Backladen, kaufen Sie sich ein Päckchen Potasche, die besteht aus Kaliumcarbonat, werfen Sie die ins Wasser, schon haben Sie einen irrsinnig hohen pH-Wert und einen etwas niedrigeren Redoxwert. Chemisch nennt man so etwas eine Kalilauge. Schmeckt wunderbar. Kann ich Ihnen aber zum Trinken nicht empfehlen. Steht auch auf der Packung drauf, dass es zum Verzehr nicht geeignet ist. Aber sowas ist so ein mineralischer Wasserionisierer. Pseudozeug. Nicht wert, dafür auch nur irgendwas auszugeben. Das ist jetzt ein echter, richtiger Wasserionisierer auf elektrischer Basis mit einem einfachen Zweikammersystem. Das wird vor allem in den ehemaligen Sowjetrepubliken hergestellt. Dieses hier aus Litauen kostet ab 250 Euro. Allerdings ist wichtig, dass man nur absolut schadstofffreies Wasser reingibt. Also man braucht auch noch einen extra Wasserfilter unbedingt dazu. Außerdem braucht man Zeit und ein bisschen technisches Geschick. Sie sehen, das ist etwas komplexeres Teil. Man muss es dann anschließend reinigen und trocknen und so weiter. Und man braucht 15 Minuten Zeit ungefähr, bis ein Liter fertig ist. Die richtigen Durchlauf-Ionisierer, die haben immer sehr gute eingebaute Vorfilterpatronen, weil es ist nämlich gefährlich, Schadstoffe zu ionisieren, weil die dann auch eventuell mehr Schaden anrichten können. Solche Filter kosten zwischen 50 und 120 Euro, je nach Modell, und halten 6 bis 12 Monate. Hier sehen Sie ein japanisches Gerät, den Leveluk SD501 der japanischen Firma Inagic. Trotz gegenüber koreanischen Geräten weit veralteter Technik ist es sehr robust. Der hohe Preis um 3000 Euro ist allerdings technisch weit überzogen. Als Unikum unter allen Geräten hat es einen Extratank zum Zumischen von flüssiger Salzlösung. Auf diese Weise kann man eine stark basische und stark saure wässrige Lösung herstellen, die allerdings nicht für Trinkzwecke geeignet ist, sondern zum Beispiel als Reinigungsmittel oder für bestimmte medizinische Zwecke Verwendung findet. Sehr gut in Deutschland geeignet sind die Premium-Geräte von Aquion. Diese Firma ist, wie meine Firma Quantomed, schon 10 Jahre erfolgreich auf dem deutschen Markt. Und dann gibt es die neuen Dion-Geräte aus Korea. Die haben zwei Innenfilter oder sagen wir mal besser optionale Doppelfilter. Die haben alles Notwendige, was ein akzeptabler Ionisierer wirklich braucht. Vollautomatische Selbstentkalkung mit Flussumkehr, 9 Elektrodenzelle für hartes Wasser, Drehknauf zur Durchflussregelung, ganz wichtig, Durchflussanzeige und Filterverbrauchsanzeige, ganz wichtig. Sie sind halt etwas größer. Von Alsbon. Also, zwei Filter werden immer moderner, muss ich allerdings schon sagen. Und zwar bemerke ich das seit Fukushima war. Da haben die Leute ein viel, viel kritischeres Bewusstsein zu ihren Wasserversorgern entwickelt als bisher, weil man merkt, die Japaner werden beschissen und bei uns, man vertraut noch, aber man weiß es vielleicht nur noch nicht, was alles in der Nähe von Atomkraftwerken zum Beispiel passiert mit dem Wasser. Und dann haben wir natürlich auch noch die extensive Landwirtschaft, zum Beispiel in den Weinbaugebieten und so weiter, wo wirklich alles Mögliche, was wir nicht im Wasser haben wollen, drin bleibt. Deswegen ist manchmal der Doppelfilter schon die bessere Wahl, vielleicht wenn man sich nicht gerade das teuerste Doppelfiltermodell kauft. Wie schließt man einen Wasserionisierer an? Das ist eigentlich in ein paar Minuten gemacht. Am Wasserhahn kann es jeder. Darf nur kein druckloser Boiler unter der Spüle sein.
Bei jedem Wasserionisierer ist ein Umlenkhahn dabei, der mit Hilfe von einem Adapter am Perlatorgewinde angeschraubt wird und dann mit einem Zuführungsschlauch verbunden. Und dann gibt es noch immer einen Ableitungsschlauch für den sauren Wasserabfall. Und der hängt entweder in der Spüle oder wird über einen speziellen Hahn abgeleitet. Wer keine Schläuche rumbaumeln sehen will, der kann den Ionisierer auch unter der Spüle mit dem mitgelieferten T-Stück von der Kaltwasserdruckleitung abzweigen. Und dann gibt es jetzt neu noch ein Universalgerät, eine Lösung, die wirklich jeder für sich prüfen sollte. Die ist nun wirklich ausgereift. Wenn es bei diesem ersten Mobilgerät im Durchlauf-Elektrolyseverfahren, das man auch direkt an die Kaltwasserleitung oder den Wasserhahn anschließen kann, nicht die Beschränkung des Platzes in der Elektrolysezelle im Inneren gäbe, dann wäre es wirklich das Universalgerät für die Generation Handy und Smartpad. Aus 4 platin-galvanisierten Elektroden mit immerhin 594 Quadratzentimeter Oberfläche holt dieser sogenannte Hybrid-Hydrionator erstaunliche Wasserwerte heraus. Und durch die Schubladenkonstruktion und die Tuningmöglichkeiten des Abfüllsystems lassen sich auf Knopfdruck sogar professionelles Anolyt und Katholyt für Hygienezwecke herstellen, was sonst nur mit sehr langsamen Topfgeräten oder sehr teuren Industriegeräten möglich ist. Zusammen mit dem Herrn Akgün habe ich dafür ein umfangreiches Handbuch geschrieben, das die vielfältigen Möglichkeiten auch des Tunings dieser Geräte darstellt. Ich hoffe, ich habe Ihnen nun Appetit auf basisches Aktivwasser gemacht. Manche wissen nicht, dass sie fürs Toilettenspülen am Tag 30 Liter Trinkwasser verbrauchen und sagen, das mit den 2 Litern Sauerwasser, die da bei der Basenwasserproduktion als Abfall anfallen, das ist doch eine Riesenverschwendung. Na gut, kann man so sehen. Für die habe ich auch noch eine Idee entwickelt, außer dass sie damit Blumen gießen können und es auch für die Hautpflege nicht schlecht ist. Braten Sie Ihren Fisch, Ihr Schnitzel oder Ihr Steak doch mal nicht in Fettsäuren, sondern in Wassersäuren. Die schließen die Poren vom Fleisch ganz genauso, die Wassersäuren. Wir haben den Test gemacht und mit Sauerwasser gebraten. Also wir fanden es nicht schlechter, sondern sogar saftiger. Und teilweise besser als gegrilltes oder gebratenes. Außerdem hat man gleich eine gute Soße aus dem Wasserrest. Probieren Sie es mal aus. Dem kreativen Weg zur Vitalität steht nichts im Weg, wenn Sie einen Wasserionisierer haben. Es ist also die Kuh im Haus. Ich darf noch ein bisschen Werbung machen. Neben dem Titel Trink dich basisch habe ich auch noch zusammen mit dem Herrn Dr. Irlacher, Kurarzt aus Bad Füssing, das Servicehandbuch Mensch geschrieben. Das war eine der ersten Publikationen in Deutschland, in denen sich ein Arzt mit dem basischen Aktivwasser nach der Ära Natterer auseinandergesetzt hat. Es zeigt die ärztlichen und die professionellen Methoden auf, wie man effektiv entsäuern, entschlacken, entgiften und entstressen kann. Das Buch hat sich in einem erstaunlichen Tempo zusammen mit dem basischen Aktivwasser in Deutschland ausgebreitet. Das basische Aktivwasser ist nicht nur für den Mediziner ein interessantes Werkzeug, um die Fließeigenschaften des Blutes zu verbessern, bei der Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes, um die Leistung der Nieren zu unterstützen und um, ganz wichtig, den Bakterien im Darm ein optimales Milieu zu geben. Das Aktivwasser bringt mehr Basen in den Körper und fördert durch seinen Elektronenreichtum das Nachladen unserer antioxidativen Kräfte. Es ist daher die ideale kalorienfreie Prophylaxe. Es hinterlässt von uns einen ökologischen Fußabdruck, denn wir können es nachhaltig nutzen, indem wir das saure Wasser als grüne Chemie in der Hygienewirtschaft einsetzen, bei der Tierzucht oder in der Landwirtschaft.
Und nicht zuletzt hilft es uns, das Lebendige in unserer Nahrung, das wir durch den Stand unserer Zivilisation weitgehend zerstört haben, auf eine intelligente Weise zu korrigieren. Basisches Aktivwasser ist der Smart Drink unserer Zeit. Je früher Sie damit anfangen, desto besser. Abschließend noch ein beinahe biblisches Bild von meiner Fensterbank. Vielleicht kennen Sie noch die Geschichte von Esau und Jakob. Esau hat sein Erstgeburtsrecht gegen ein Linsengericht von Jakob getauscht. Jakob war der Schlauere, weil er viele Linsen hatte. Die linken Samen in der Waagschale wurden mit Leitungswasser gegossen, die rechten mit elektroaktiviertem basischem Wasser, das auch ich täglich trinke. Ich bin nicht größer, aber ich bin schlauer als Jakob. Dankeschön.